Ja, ich könnte eigentlich, wenn ich so gerade überlegen bin, könnte ich eigentlich auch hier vorne das machen, aber das finde ich auch ein bisschen doof. So. Wie haben wir denn jetzt? 18 Stück? 19 Stück? Naja. Es war auch nicht die Welt, aber schon okay. So, dann holen wir uns jetzt gerade mal die Kohle hinten. Da oben ist irgendwie ein schwarzer Block. Minecraft bug schon wieder. Naja, was soll's. Ja, wie gesagt, ich habe schon ewig und drei Tage kein Minecraft mehr gezockt. Jetzt habe ich echt so richtig Lust wieder drauf. Dann will ich einfach ein Let's Play starten. Und wie ihr seht, ich habe ja Let's Play am Laufen. Mal gucken, wie lange ich das mache. Wie lange ich Lust habe. Mal dann sehen. So. Hier haben wir zum Glück noch eine Spitzhacke dabei. Da ist das nicht ganz so schlimm. Ein bisschen Eisen wäre jetzt nicht schlecht. Eigentlich will ich mir keinen Eimer bauen, weil ich könnte ja auch hier vorne irgendwo das hinbauen. Aber ich weiß nicht. Hier ist kein Eisen. Schade. Naja. Gehen wir hier nach vorne mal gucken, ob hier irgendwie was Schönes rausgefallen ist. Nö. Eher nicht. Schade. Weil normalerweise kommen ja auch Äpfel raus. Ja, Hunger haben wir jetzt noch im Moment noch nicht. Also können wir noch ein bisschen... Ja, noch ein bisschen sparsam sein. Ich will halt mal gucken, ob ich vielleicht... das habe ich glaube ich schon gesagt, aber trotzdem nochmal gesagt. Ich will gucken, dass ich vielleicht diesen Sonic Adder Mod da reinkriege. Weil es echt, das sieht sowas von geil aus. So, jetzt bin ich gerade überlegen. Gehe ich jetzt hier zurück? Ja, wird langsam wieder dunkel, aber es geht. Ja, die Hühnchen könnten wir uns eigentlich noch snacken. Mal ein bisschen was zu essen haben. Da oben ist noch Kohle. Die hole ich mir jetzt gerade mal. Weil noch haben wir noch keine Nacht. Noch geht's. Ja, und wegen meinem Laden nochmal oben drauf. Ja, wenn ich dann soweit bin, werde ich euch wahrscheinlich den Laden nochmal vorstellen. Und dann könnt ihr mal gucken. Aber bitte Geduld. Es wird hundertprozentig ein bisschen dauern noch. Das geht nicht so schnell. Ich kann es innerhalb von 5 Minuten, das ist ja auch klar. Man muss das vorher erstmal alles planen, was man machen will, Konzept erstellen, etc. So, dann gehen wir weiter rüber. Würde ich sagen, gehen wir nach Hause, weil ich glaube, na, noch ist es nicht dunkel. Noch nicht. Jo, da ist ja, glaube ich, unsere Höhle irgendwo. Ja, dahin ist unsere Höhle. Gerade mal hier mal ein bisschen gucken, ob wir vielleicht doch noch irgendwo Eisen kriegen. Das scheint aber schlecht auszusehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Mugge gefällt mir. Die ist gar nicht so schlecht. Die hat so einen schönen Touch und passt eigentlich auch. Na komm, holen wir uns die. Die Bäume noch hier bei. Ein bisschen aufpassen, dass ich nicht runterfliege. Ach, hier war ein Apfel. Sehr schön. Endlich mal ein Apfel. Wird ja mal Zeit. Apfel, der springt ja, glaube ich, alle... Weiß ich jetzt gar nicht, in welchem Rhythmus das hier eigentlich rausspringt. Auf jeden Fall kommt so ein Apfel nicht allzu oft in einem Baum vor. Da unten ist eigentlich Wasser. Was mir aber nicht allzu viel bringt jetzt. Ich will es ja nicht mehr in meiner Höhle irgendwo haben, aber ja, man kann nicht alles haben. So, ich glaube, ich gehe wieder zurück, weil es wird mich jetzt dunkel. Rotten Fleisch könnte man eigentlich jetzt essen, wenn ich so überlege, aber... könnte jetzt eine Vergiftung zu. Oh. Hier ist ganz schön hoch. Oh. Ne, ich glaube, ich gehe lieber einen anderen Weg. Ich hoffe, ich komme mal zurück, aber... Ja, komm, ich esse das Rottenfleisch.
Ja, ich bin vergiftet. Jetzt kann ich auch alles essen. Jetzt ist auch egal. Wenn ich so ein bisschen Herz wieder zurückkriege. Ich glaube, das ist ein bisschen hoch. Hm. Komm, ich springe einfach. Egal. Ich habe noch einen Apfel. Den muss ich aber auch gleich essen, weil sonst bin ich gleich tot. Lauf, lauf, lauf. Lauf, Baby, lauf. Lauf jetzt, verdammt. So, rein hier jetzt. Und schlafen. Jo. Ach, wir könnten ja das Hühnchen braten. Das mache ich jetzt gleich. Gleich direkt am besten. Genug Kohle haben wir ja. Halt. So, würde ich sagen, komm, esse ich gleich einen Apfel. Na, sollst einen Apfel essen. So. So, regenerieren tut es sich wieder. Das ist sehr schön. Ich bin gerade überlegen. Ich könnte eigentlich das hier braten. Mache ich aber nicht, weil... doch, ich könnte mir der Rest Kohle vielleicht das noch braten. Mache ich jetzt auch einfach. Lass es einfach braten. Eine Truhe. Hm, könnte ich eigentlich bauen. Mache ich jetzt auch gleich. Kann man hier oben das mal wegmachen. Vielleicht finden wir auch gleich eine Höhle. Wäre auch nicht schlecht. Da komme ich gerade mal ein bisschen. Vielleicht habe ich ja das Glück und finde vielleicht eine. Ich gerade mal hier dabei bin. Könnte ich eigentlich auch nachts machen. Na komm, ich mach das nachts. Ich will nur gerade mal eine Truhe bauen, weil... Besten gleich eine Doppeltruhe, weil... Brauchen wir es oder so. Ich will die Sachen mal ein bisschen hier sortieren. Ich setze hier am besten jetzt hin. Hier vor Kopf am besten. So. Das brauche ich erstmal nicht. Das Hühnchen muss ich mitnehmen. Die Fackeln brauche ich auf jeden Fall auch. Die... Den Sand, den brauche ich erstmal gar nicht. Die Hälfte von denen lasse ich auch mal hier. Die werde ich am besten gleich mal außen anbauen. Ja, eigentlich, wie gesagt, bräuchte ich mal... Hat schon ein bisschen gebrannt, okay. Eigentlich bräuchte ich mal Eisen irgendwie. Ist keiner? Kein Keeper? Alles klar. Ja, wie gesagt, eigentlich bräuchte ich mal... Was ich jetzt mache. Machen wir jetzt mal einen Weg. Nee, du sollst deine Fackel hinsetzen, verdammt. Ich baue mir jetzt gerade mal einen Weg, dass ich ungefähr sehe, wo ich dann hin muss. So ein bisschen den Weg leuchten. Huch. Zwei Fackeln machen hier keinen Sinn. Jo, vielleicht finde ich auch einen Ocelot. Also eigentlich ist das eine Katze, aber die nennt sich irgendwie Ocelot. Ich weiß auch nicht, warum sie das alles so nennen. Wahrscheinlich ein Name von dem Tier. Aber eigentlich ist es ja eine Katze und kein Ocelot. So, wir gehen mal einmal hier außen rum um den Berg. Vielleicht finde ich ja da irgendwie was, was ich gebrauchen kann. Da sind Tintenfische. Die brauche ich eigentlich nicht. Ja, warte mal. Ich könnte ja eigentlich, bin ja auch schlau. Ich könnte eigentlich hier ein Feld bauen. Hier habe ich eigentlich genug Platz. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Überlegen, wo ich genau das baue. Ich will ja auch nicht, dass ich hier irgendwie... Jo, hier mache ich das jetzt hin. Zwar ein bisschen graben, aber naja, ist halt so. Ich würde sagen, ich setze noch mal ein bisschen Erde mit dabei. Da muss ich noch mal ein bisschen Erde weggraben. Ich würde auch sagen, ich mache so einen Weg runter, dass ich das gleich finde. Moment. Ich kann mir jetzt einen Weg bauen. Man gleich auffällig sieht, wo man runter muss. Kann ja ruhig aus Stein sein. Ich glaube, ich hau den Stein so oder so gleich weg. Mache ich erstmal hier ein bisschen Platz. Mir hier gemütlich hochkommen. Oder mache ich Stein und dann mache ich Dings. Na, ist eigentlich egal. Komm her, ich mache den Stein weg. Mach dafür halt Dings hin. So. Ist klar. So, das muss ich nur noch beleuchten, dass ich dann genau sehe, wo ich hin muss. Weg da. So. Okay. Und nochmal. Kommt jetzt mal hier noch eine Fackel. Oder da eher. So. Okay. Brauchen wir noch ein bisschen Erde. Mache ich hier nochmal. Hier kann eigentlich auch weg. Ja, aber das Feld Latschen ist ja vom Grund her kein Ding mehr. Das kann man ja. 2, 3, 4 Stück waren das, glaube ich.
kann ich mir erstmal ein kleines Feld bauen. So. Alles klar. 20 Stück haben wir ja. Geh weg. Ja, nur, stimmt, das ist auch wieder ein bisschen doof. Die Viecher, die machen mir das alles kaputt. Wie mache ich das am schlauesten? Mache ich mir einfach eine Wand aus? Aus Dings könnte ich mir eigentlich eine Wand bauen. Hm. Ja, komm. Ich will ja spontan einfach mal das, was zu essen habe. Huch. Irgendwie zuckt es leicht noch. Ja, das ist immer so gewesen, wenn ich das Minecraft Let's Play, aua, Minecraft Let's Play gemacht habe, hat immer mal so ein bisschen gezuckt. Ja, am schlauesten wäre eigentlich, wenn ich jetzt hier oben drüber Dings drüber machen würde. So ein bisschen Glas. Das wäre eigentlich sogar ganz cool. Einfach nur so ein kleines Feld erstmal habe. Na toll. Ja, ist mir egal. So, okay. Hier nur so weit reicht das Wasser natürlich nicht hier. Ja, ist erstmal egal. Ja, da will ich mir auf jeden Fall gleich mal Dings bauen. So ein bisschen was oben drüber bauen, dass sich unbedingt die Viecher gleich dahin kommen. So, war es das schon? Okay. Ich würde sagen, gehen wir mal nach oben, macht da mal so ein Erdekram drüber, ist erstmal egal. Ich will erstmal so einen Wall haben, dass sie nicht unbedingt gleich dahin kommen. Mach da oben auch gleich Fackeln hin. Wie gesagt, erstmal nur, dass wir da runterkommen. Dass die Viecher nicht runterkommen, so rum. Dass wir einfach nach vorne hingehen können. Uns das alles ernten können. Brauchen wir mal ein bisschen Erde. Erde. Eine Fackel nochmal. Eine Dings hinsetzen. So. Eine Schaufel holen. Ein bisschen Erde graben. Ja, die Mucke gefällt mir ganz gut. Das ist halt so minimal. Ist aber gar nicht schlecht, wie es anhört. Wie gesagt, Come On Kreativ Lizenz. Aus dem Grund, ich will das ja gerne. Ja, es hat mit der Monetarisierung was zu tun. Wenn man das monetarisieren will, darf man keine Lizenz kopieren. Auch so darf man es nicht. Lizenzkopierte Musik darf man nicht verwenden. Minecraft darf mir ja Videos machen. Ist ja erlaubt. Da kann ja keinen irgendwie an Karren pissen oder so. Aber da gibt es keinen Ärger. So, das dürfte mal reichen. So. Will ich das mal hier zubauen. Ich könnte von der anderen Seite natürlich auch noch zubauen. Dann haben die Tiere und so weiter überhaupt keine Möglichkeit da reinzukommen. Jetzt baue ich erstmal das hier oben zu. Ich habe noch Fackeln, muss ich gerade mal gucken. Habe ich noch Fackeln dabei? Ja, ich habe noch 7 Stück. Naja, mache ich mal ein paar mehr. Ist nicht mal allzu viel. So, wird das mal reichen. So. Dann würde ich sagen, dann setze ich einfach mal hier so ein paar Fackeln hin. So, das dürfte schon reichen. Und mache einfach... die Reihe könnte ich eigentlich hier oben zubauen. Ist mir egal, ob das hier scheiße aussieht oder nicht. Das ist für mich erstmal uninteressant. Es geht darum, dass ich hier das zubauen kann, dass da kaum Viecher hinkommen. Am besten gar keine. Und dass mein Feld geschützt ist. Der Rest ist erstmal wurscht. Ich glaube, die wachsen auch, wenn die im Dings drin sind. Also, wenn das dunkel ist. Ich glaube, da wachsen die auch ganz locker. Und umso kleiner hier das ist, umso besser. Weil da kommen nämlich die Viecher gar nicht rein. Wie gesagt, ist erstmal egal, wie es aussieht. Das Wichtigste ist erstmal, dass es passt. Hier keine Probleme bekommen. Ah, verdammt. Falsche Taste. Egal. Wir haben natürlich nicht mehr genug Erde dabei. Obwohl, ich will ja so oder so hier Glas reinmachen. Würde ich sagen. Brauche ich nur die obere Schiene und hier die Kante vielleicht. Wo ich könnte auch die ganze vordere Schiene eigentlich mit Glas machen.
Aber da müsste ich mal was brennen der Weile. Oder? Hm. Bin ein bisschen uneins. Nee, komm, ich mach einfach aus Erde erstmal. Erstmal egal. Komm. Ein bisschen Erde nochmal farmen. Wir finden hier zufälligerweise irgendwo Eisen oder so. Glaube ich jetzt zwar nicht dran, aber mal schauen. Aber Eisen gibt es ja in der Regel eigentlich en masse. Also von daher, vielleicht kommt uns ja irgendwo was entgegen. Ja gut, Eisen jetzt für einen Eimer brauche ich es nicht mehr. Das hat sich ja jetzt erledigt. Ach verdammt. Habe ich noch was dabei? Nee, leider nicht. Na gut, da muss ich mir eine Hand weiter machen. Und sehr gerade wird wieder dunkel. Mach ich aber gleich. Ich will erstmal schnell das hier fertig machen. Also gleich schnell wieder schlafen gehen. Wohl, wir könnten jetzt nochmal die Nacht weiterarbeiten und na, komm. Ach, verdammt. Mir zuckt das gerade ein bisschen wieder zu stark. Geht aber eigentlich. So. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal zurück. Schwert raus. Auf, wie geht's? Jo, eigentlich bräuchte ich noch was zu essen. Aber, naja. Ist ja im Moment ein bisschen schlecht. So. Haben wir eigentlich noch was? Nee, da haben wir nichts mehr drin. Wir haben nur noch einmal ein Fleisch. Was ist auch gleich Mampfe. Wir gehen jetzt doch mal schlafen, weil ich will es ganz gerne mal die Bäume draußen anpflanzen. Kann ich sehr gut draußen gebrauchen. Würde ich sagen, pflanzt sie einfach irgendwo hier hin. Eigentlich vollkommen. Upsala, ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache stehen irgendwo und ja, gehen halt hoch. Weil ohne Bäume natürlich kein Holz und ohne Holz doof. Deswegen muss ich hier mal ein bisschen anbauen. Kann mal gucken, vielleicht kriegt man da noch ein paar Samen aus den Gräsern da raus. Gucke ich gleich mal. So, wird das mal reichen. Wenn ein paar Samen rauskriegen würden, wäre es nicht schlecht. Ja, einen habe ich schon mal. Natürlich auch ein bisschen komisch, dass man beim Gras hinhaut und das gibt dann Samen. Aber naja, ist halt so. Ich hätte natürlich jetzt auch nach Bohnenmehl gucken können. Also nach Knochen. Hätte mir Bohnenmehl rausmachen können, hätte die Bäume da hochwachsen lassen können. Aber brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ganz ehrlich gesagt. Interessant für mich. Ich habe im Moment ja noch genug Holz. Von daher ist mir das erstmal egal. So, in der nächsten Nacht würde ich sagen, graben wir uns erstmal ein bisschen. Und gucken mal, ob wir vielleicht irgendwas finden, was wir gebrauchen können im Moment. Halt Eisen und so. Noch ein bisschen mehr. Gras oder so? Hm, leider nicht. Dann gucken wir, finden wir unten noch irgendwo Gras. Wir könnten eigentlich noch ein paar mehr Samen gebrauchen. Umso mehr wir haben, können wir so mehr anpflanzen, ist ja klar. Schafe lass ich mal gehen, die brauche ich nicht unbedingt. Ich darf ja auch nicht so viel rennen, weil wenn ich so viel renne, dann verbrauche ich so viel Energie. Und ist noch ein bisschen Gras. Ja, ich hoffe mal, dass ich ruckzuck meinen Texture Pack geupdatet kriege. Boah, das ist doch echt hässlich, das normale hier. Einfach nur hässlich. Viel zu stupide. Und es zuckt trotzdem. Das ist eigentlich. Weiß ich, was das Problem ist von der Minecraft. Ich muss vielleicht Optifine wieder drauf machen, dann wird es wieder ein bisschen besser. Ah ja, okay. Wenn ich hier hinten das eigentlich mache. Kommt da auf noch Wasser hin? Ich glaube dann nicht. Sieht nicht so aus. Schade. Naja, egal. Mal das hier hin. Gibt einfach unseren Weg und fertig. So, wo ist das Wasser hier? Was habt ihr genau in der Kante überhaupt? Ja, ist es eigentlich. Hä, warum? Achso, das sieht man nicht. Ja, ich bin ja auch schlau. Stimmt ja. So, 9 Stück haben wir noch. Da können wir ruhig noch